Ich habe hier viele tolle neue Menschen kennengelernt. Die WFI ist, ja, mein Zuhause geworden. Freudestrahlende Absolventinnen und Absolventen in Ingolstadt. Die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der KU hat Abschlusszeugnisse an ihre Bachelor-, Master- und Promotionsstudierenden überreicht. Organisiert wird die Zeugnisverleihung jedes Jahr von InContact, dem Alumni-Netzwerk der Fakultät. Das Selbstverständnis der WFI ist, dass wir ein familiäres Umfeld für unsere Studierenden bieten. Und da möchten wir als Alumni-Verein den Absolventinnen und Absolventen eine Möglichkeit bieten, auf ihr Studium auch nochmal in einem individuellen Rahmen zurückblicken zu können. Deshalb versuchen wir, diesen Festakt so persönlich wie möglich zu gestalten und wirklich jeder Absolventin und jedem Absolventen so den kleinen eigenen Moment auf der Bühne zu geben. Als Festredner hat InContact in diesem Jahr den BMW-Vorsitzenden Oliver Zipse eingeladen. Er fordert die Absolventinnen und Absolventen in seiner Rede auf, im Berufsleben offen für andere Menschen zu sein. Nicht nur die Zeugnisübergabe ist gut besucht, der anschließende Winterball ist wieder einmal nahezu ausverkauft. Wir konnten in den letzten Jahren feststellen, dass wir an die Kapazitätsgrenze des Stadttheaters kommen. Dieses Jahr haben wir für den BFI Winterball über 800 Karten verkaufen können. Dementsprechend stößt die Veranstaltung jedes Jahr wieder auf großen Zuspruch. Studierende, Absolventinnen, Absolventen und Alumni kommen zusammen, um den Abend gemeinsam generationsübergreifend zu feiern. Mit Veranstaltungen wie diesen will InContact seinen Mitgliedern helfen, sich untereinander zu vernetzen. Das sind Sachen, die wir machen und da natürlich immer mit den Studierenden in Kontakt kommen, weil die auch hier klar von profitieren. Und es ist in dem Fall einfach so, dass dieser Verein gedacht ist, unsere Leute zusammenzuhalten und miteinander in Kontakt zu kriegen, obwohl sie aus ganz unterschiedlichen Jahrgängen kommen. Das ist die Idee, die hinter in Kontakt steht. Und da machen wir einiges an Programmpunkten für, um das zu fördern. Der WFI Winterball, wie jedes Jahr, ein voller Erfolg. Der Vorstand von InContact beginnt bereits jetzt mit den Planungen für den nächsten Ball 2020.